So, da sind wir wieder. Es gab einen kleinen Standortwechsel, dadurch, dass meine Xbox gefreezt ist, während ich kurz was holen war. Deshalb müssen wir jetzt mal kurz hoch zu diesem Wassergedöns, wo wir gerade das Puzzleteil gesammelt haben. Denn da geht es jetzt auch weiter, direkt, um das letzte Level zu öffnen. Ein sehr geiles, muss ich sagen. Da freue ich mich jetzt schon wieder drauf, das spielen zu können. Aber dafür, also beziehungsweise der Weg, bis wir es geöffnet haben, wird ein bisschen Lauf von da nach da und von da nach wieder zurück. Das schaue ich jetzt nämlich jetzt hier ein bisschen durch das gesamte Reich, also das letzte Level öffnen. Ah, da ist die. So. Da oben haben wir schon gesehen, da geht's nachher weiter. So, erstmal gucken, was hier in den Dingern drin ist. Zweifel nichts. So, jetzt machen wir das mal auf. Dann müssten wir den Wasserstand auf Stufe 3 stellen können. Ja. Stufe 3. Aber nur für begrenzte Zeit. Das heißt, jetzt gehen wir erstmal hier hin. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich kann nicht gucken. Hier geht es auf jeden Fall weiter zum letzten Level. Was wir ja leider noch nicht offen haben. Unaufhaltsam, so. Da oben ist es. Der zumindest der Eingang. Wir machen uns allerdings jetzt erstmal den letzten uns bekannten Weg zwischen den Kesseln. So, das wird uns gleich nämlich noch helfen, dieser Kanal, sag ich jetzt mal, Verbindungskanal. Und jetzt müssen wir, wo der Stier uns trifft, diese Blätter hoch. So, weiß gar nicht. Wir könnten das Spiel jetzt, glaube ich, schon fertig spielen, ohne das letzte Level gespielt zu haben, so wie die Noten aussahen. Das Token hole ich auf dem Rückweg, glaube ich. Oder irgendwann anders. So. Click-Lock Wood, da sehen wir es auch schon. Nur wo ist das jetzt, ist die große Frage. Weil an dem Ort, wo wir das jetzt aktivieren können, waren wir bis jetzt nur vorbeigegangen. Der langhaarige Zottel auf jeden Fall. So, den gönne ich mir jetzt noch. Jetzt gehen wir wieder zurück. Die gerade geschaffene Verbindung nutzen wir dafür nämlich aus. Da kommen wir nämlich sehr schnell dahin, wo wir hinwollen. Stiefel, Stiefel, Stiefel. Hopp. Hopp. Hey. Jetzt rein da. So. Jetzt sind wir nämlich hier wieder bei Treasure Truth Cove oder wie auch immer das Level ausgesprochen wird. Da sind wir ja hier unten rechts reingegangen, weil hier links gibt's noch diesen kleinen Tunnel, wo man lang schwimmen kann. Durch den wir es jetzt schaffen, dass wir an dem Ort rauskommen, wo wir hinwollen. Hier ist auch nochmal Brentilda, die alle. Wo ist mein Stift? Ich muss aufschreiben. Du da. Sprich zu mir. In der Hexenschule war sie ihr Spitzname Warzenkopf. Warzenkopf. Boah, ich habe das jetzt ja alles total durcheinander auf den Zettel geschrieben. Schwitzender Affenfuß. Ich hoffe, ich finde das nachher noch zurecht, wo ist noch Platz? Schwitzender Affenfuß. Und das letzte. Grabsteingrau. Hä? Wieso erfrischen? Habe ich ein Leben verloren? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ja, das Token holen wir jetzt noch. Wir haben eh schon mehr als genug. Beziehungsweise, na gut, mehr als genug haben wir jetzt auch nicht. Wir haben jetzt gerade mal drei mehr, als wir brauchen. So, aber jetzt öffnen wir das letzte Level. Ja! Es geht also um diesen großen Baumstamm, den man da gesehen hat.
Weil ich finde die Idee ziemlich geil, wie das Level gemacht ist. Das sehen wir gleich nämlich. So, jetzt erstmal. Blum, 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 blum. Wieder zurück durch den orangenen Pott, dann sind wir auch schnell wieder da. Und dann gehen wir ins letzte Level. Bevor es zum großen Showdown kommt. Ich glaube, das müsste auch die letzte Stelle gewesen sein, wo Brenthilda vorkommt. Oh ne, wo gehe ich denn lang? Hier will ich doch gar nicht rein, ich will hier lang. So. Hup. Ja, du freust dich, Kessel. Ich freue mich auch, dich zu sehen. So. Jetzt haben wir das Level geöffnet. Jetzt können wir auch schön da hochstiefeln. Und die letzten Puzzleteile in Angriff nehmen. Ich glaube, mal gucken, ob hier hinter noch irgendwas ist. Die Kamera verbuggt sich hier erstmal. Ne, hier war nie was. Okay. Okay. So, wir sehen, das Level ist in 4 Jahreszeiten gegliedert, was ich sehr geil finde, die Idee, und ich finde, das Level macht auch richtig Spaß zu spielen. Sprich, wir haben immer 5-mal dasselbe Grundlevel. Ich bin auch ein Held, suche den Brücken. Zunächst macht man den Frühling auf. In jedem Level gibt es ja so einen Schalter, sprich hier gibt es den Frühling öffnen, dann im Sommer gibt es halt Herbst öffnen und so weiter, und im Frühling kann man halt den Sommer öffnen, bla bla. So, und wir machen immer 4-mal dasselbe Level, also 4 Teilabschnitte sind das. Und da gibt es immer unterschiedliches. Im Herbst zum Beispiel sind da viele Blätterhaufen oder im Sommer gibt es kein Wasser und all so eine Kacke gibt es halt hier. Muss man also ein bisschen drauf achten. So, und es gibt ganz viele von diesen komischen Pflanzen hier, die man nicht töten kann. So, dich kann ich aber töten. Okay. Wie gehe ich am besten vor? Weil hier bin ich doch sehr anfällig dazu, immer irgendwas zu vergessen. So, der Biberle. Der hat ein Problem, der kommt nicht mehr in seinen Bau. Gnati kommt nicht in seinen Bau. Das war natürlich clever, Kamera. Dankeschön dafür. Ich habe ja genug goldene Federn, die kann ich auch alle mal verbraten. Ja, im Frühling gibt es nicht so viele Noten, die man sammeln kann. Es ist sehr überschaubar im Frühling. Im Sommer glaube ich sogar noch mehr. So. Wir bringen jetzt erstmal hier so eine Pflanze raus, durch Eierkacken. Was auch immer. Die wird jetzt während des ganzen Spieles, beziehungsweise während der ganzen Level ein bisschen wachsen. Und von der erhalten wir dann, wenn sie ausgewachsen ist. Ja, aus der Reihenfolge. Halten wir dann ein Puzzleteil. So, da vorne sind noch Noten, die gehe ich mir auch direkt mal holen. Nein! Egal, dann gehe ich halt einen anderen Weg. Spinn da nicht. Drauf ausgelegt, jetzt dann nochmal geschlagen zu werden von diesem Mistvogel. So, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall im Frühling viele Vorbereitungen treffen für die nachfolgenden Jahreszeiten. Davon sind auch nochmal Noten, die darf ich natürlich nicht vergessen. Ich glaube, hier gab es 21 im Frühling, wenn mich nicht alles täuscht. Die wir natürlich jetzt alle noch schön einsammeln müssen. Gingos gibt es hier natürlich auch. Und wir haben ja gesehen, Mumbo war da hinten auch schon. Ja, war der schon zu sehen? Ich meine schon. Und wir können das aber nur im Frühling bei ihm verwandeln. Leider Gottes. Das würde das Level um einiges leichter machen. So, jetzt gehen wir aber erstmal hoch, bevor wir uns verwandeln. Ich will nämlich erstmal alles als Banjo hier vorbereiten. Weil als Verwandlung können wir wieder so gesehen nicht großartig viel machen. So. Hier konnten wir, glaube ich, auch noch nichts machen beim Bienenstock. Außer dem Mumbo dann mitnehmen. Okay, jetzt könnt ihr euch eh schon denken, in was wir uns verwandeln werden, wenn ich da so noch nicht reingekommen bin. Also es ist immer sehr naheliegend, in was man wird. Außer der Kürbis, der war vielleicht nicht so naheliegend. Ich
Ja, das so ein Grabstein hätte ich auch cool gefunden, so einen Grabstein zu verwandeln. Doch was gehabt. So, dieses Haus wird sich auch im Laufe der Jahreszeiten immer weiter vervollständigen. Und ich glaube, im Winter ist es sogar zu und im Herbst ist da ein Puzzleteil drin. Boah, diese Kamera, ne? So. Ja, was müssen wir noch machen? Jetzt können wir hier oben, können wir auf jeden Fall schon mal den Sommer öffnen. Ja, bist du weg, Robin Hood? So, den Sommer haben wir jetzt schon mal auf. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Hier ist das Eichhörnchen, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Shippy? Nee, Nappmut. Wir waren dicht dran, ganz dicht dran. Was hat denn der Nappmut hier? Der hat auch einen Token hier bei sich gesammelt. 34 Stück haben wir, also wir haben wirklich mehr als ausreichend. So, da müssen wir jetzt auch noch hin. Zu dem guten Eichchen da. So, 35. Das müssen wir nämlich jetzt aufmachen. Das geht natürlich auch nur im Frühling. Sommer und so wäre das dann nicht da, wenn wir das jetzt noch nicht geöffnet hätten. Denn da ist jetzt dieser Harry. Baby will einmal ein mächtiger Adler werden. Baby ist müde. Ja, um den müssen wir uns jetzt auch kümmern während der Jahreszeiten. Sprich, wir müssen ihn mit Futter versorgen. So, jetzt kommt ein etwas, ich sage jetzt mal, kniffligerer Teil. Wir müssen uns hier hocharbeiten. Hopp. Das war knapp. So, was ist hier? Hier ist der Ginger und den holen wir gleich. Ich habe jetzt keine Lust, noch mehr goldene Federn zu verbraten. So, hier dürften wir jetzt eigentlich ein Puzzleteil finden, damit wir schon mal wenigstens eins im Frühling geholt haben. So, Nummer 1. Mehr können wir jetzt, glaube ich, als Banjo gar nicht mal mehr hier machen. Wie gesagt, den Ginger hole ich gleich. Jetzt arbeite ich mich einfach wieder runter. Oder ich fall mal runter. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Oh, das war eng. Uiuiui, hier muss ich ja auf jeden Fall gleich, wenn ich zurückkomme, noch mal ein paar Leben tanken. So, was gibt's denn da oben? Da oben gibt's Eier. Ist aus dem Eier noch was anderes? Weil ich muss gerade wirklich überlegen, wo es hier noch mal die ganzen Honigwaben gab. Also eine weiß ich, aber wo war die andere? Ach cool, ich fall auch noch ins Feuer drauf, cool. Naja. So, jetzt sind wir eine fette Biene. Biene, bester Zauber seit langer Zeit, cool. Okay, mit der Biene können wir nämlich jetzt auf diese Pflanzen drauf, ohne dass sie uns was tun. So. Jetzt gehen wir erstmal in den Bienenstock rein. Aber jetzt als Fettsack da ja reinpassen. Ist natürlich genau zugeschnitten für mich. Hallo, dicke Biene. Die Zugangsbewachung kommt hin als Goldschatz. Ja, das ist schön für euch. Fette Biene latschen. Da latsch, Biene latsch. Da oben ist nämlich noch ein Ginger. Bemerkt, ist dieser Bienenstock jetzt auch nicht gut, gerade in dieser Jahreszeit. Hopp. So, jetzt gehen wir noch den grünen holen. Ich finde den Turbo. Ach Gott, doch, es kann Turbo. Aber ich dachte, der Turbo wäre hier noch nicht drin gewesen, in Banjo-Kazooie. Weil in Tui, also in dem zweiten Teil, ich habe mir nämlich jetzt wirklich überlegt, ich werde den auf jeden Fall spielen, kann man sich nämlich nochmal an die Biene verwandeln, dann kann die viel, viel mehr als gerade. Hopp. So, jetzt kommt natürlich, warum kann man nur diese Biene spielen? Die Biene
kann höher als der gute Banjo, denn hier ist noch ein Puzzleteil.